Shalom Aleichem, Boker Tov, Shiur Chassidut Me'abal Shem Tov, Keter Shem Tov, Seite 6, Ot Siman Lamed Zain, 37. Wir werden das so heute machen, auf drei Stückchen. Wir werden alles lesen, übersetzen, wir werden es erklären, und wir werden zum Schluss Bezrat Hashem alles zusammenfassen, weil das ist eine sehr starke und eine offene Gedanke. Mehabal Shem Tov, Inyan, Milta, Dibdichuta, Kodem, Halimud. Wir lernen von der Baal Shem Tov die Sache, von einem Scherz, Witz, Humor, ein Wort von Legende zu sagen vor dem Torah lernen. Ki achayot ratzo vashov. Weil die Engel, die Malachim, die Seraphim im Himmel rennen hin und her, so wie oben und unten. Ha'adam besod katnut vegadlut. Auch bei der Mensch, deswegen gibt es Momente, wo er ist in seinem Kopf klein, geschlossen, gehängt, verschmalen, vegadlut, und Momente, wo er ist groß, offen, frei, spritzig, lebendig, kreativ. Weil jeder Simcha, durch den Simcha, Freude, Genuss, Vergnügen, Befreiung, und Milta Dibdichuta, und einen Scherz machen. Yotzemikatnut legadlut, er geht raus vom Kleinkopf zum Großkopf. Vom Klein in sich zum Groß in sich. Lilmodu ledovka bo itbarach, zu lernen und zu anhängen an Hashem. Vese shekatu bahanetrei batche, und das ist das, was steht geschrieben über die zwei Leute, die haben Witze und Scherze gemacht in dem Market. Shayu mefakchim tzara adam, die haben die Menschen die Schmerz weggenommen. Al yedei milta dibdichuta, dass sie konnten der Mensch durch einen Witz die Schmerz, die Sorgen, die Ängste befreien. Ve'az yuchlu lekarvo ulaloto, und da, wenn der Mensch ist schon offen, durch den Witz, sie können ihm näher bringen und mitsteigen. Vese shekatuv, vayikach et shnei ne'arav imo ve'et Yitzchak beno. Dass er hat genommen seine zwei jugendlichen Knaben mit sich und mit seinem Sohn Yitzchak. Legt der Baal Shem Tov eine Neuigkeit hier? Schneine Arav normalerweise, das sind seine zwei Jungs, Ishmael und Eliezer, aber der Baal Shem Tov teitscht den Pasuk anders. Ki al yedei hatzchok l'shem shamayim, wenn ein Mensch lacht, um Hashem zu dienen, er kann die Jahre, wo er war Knabe und sehr viele unsinnliche Sachen gemacht, Stujot, er kann diese Jahre durch diesen Spaß wieder hochbringen. Also es klingt wie ein Rätsel, lass uns die Sache ein bisschen bearbeiten, was hier der Baal Shem Tov sagen will. Ein Mensch hat in sich Element Erde. Element Erde ist eine Neigung zum Faulheit, Traurigkeit, Passivität, gequetscht zu sein, schmal zu sein, neblig zu sein, wolkig zu sein, trübig zu sein, der Kopf ist zu. Insbesondere, wenn man muss lernen Torah, oh, wieder Shiur Torah, schwierig, man sitzt in die Yeshiva, beginnt eine lange Shiur. Rabba, immer wenn er hat begonnen eine Shiur, er hat begonnen mit einer Legende
oder mit einem Scherz oder mit einer Sache vom Simcha, mit einer Lufterzählung, mit einer süßen Sache. Warum? Weil die Schchina kommt nur durch Freude. Wenn die Seele ist froh, das ist wie zu nehmen eine schwarze, silberne Becher und man macht sie brillant, soll glänzen. Wenn der Witz oder der Scherz ist gut, es macht die ganze dunkle Seiten von dem Silber weg. Und wenn ein Mensch ist froh, ist er fleißig und sein Gedächtnis ist gut. Aber wenn der Mensch ist gequetscht und traurig, er kann lernen bis morgen, kommt nicht rein. Deshalb, es gibt kleines Machot, kleine Freude, frische Luft, was Gutes zu essen, Musik, Landschaft, eine physische Genuss oder sogar sich Autosuggestie machen mit fröhlichen Sachen, die mir passiert am Leben, so 2-3 Minuten. Oder die Vrea Gada, so Legende, Erzählung. Was heißt das? Genauso wie es gibt beim Essen und Trinken so viele Farben, größer, komisch, verschiedene Geruch, verschiedene Geschmack, verschiedene Musik. Auch beim Reden gibt es verschiedene Arten von Reden. Es gibt Reden, die machen den Mensch klein, schmal, unangenehm, schmeckt nicht. Und es gibt solche Reden, solche Gespräche oder solche Lernen, die sind so wie Vorspeisen in einem guten Grillrestaurant. Also manchmal kommst du zu essen so à la Esch, Fleisch. Und man gibt am Anfang so Salaten, Oliven, saure Gurken, verschiedene Sachen. Wir werden jetzt etwas sagen von der Gemara und du wirst sagen, wow. Die Gemara erzählt uns zwei Geschichten und das, was will der Baal Shem Tov hier erzählen. Die Erzählung von der Gemara befindet in Taanit 22, Talmud Bavli, zwei besondere Geschichten. Rabbi Broka Bar Hosa. Wir werden zuerst die Geschichten erzählen und dann die Geschichten bearbeiten. Gut? Erste Geschichte. Rabbi Broka Bar Hosa ist gekommen zu dem Market von Lefet. Lefet ist Speiserübe. Das ist so eine lila Speise, die man legt, so eingelegt. Macht auch Spaß zu essen. Gut, also Rabbi Broka kommt zu Lefet und er sieht Eliyahu Anavi, Prophet Eliyahu. Und er sagt, wer ist hier in die Market? Ben Olam Abba. Wer ist ein Kind von der künftigen, zukünftigen, kommenden Welt? Wer? Gibt es jemand? Sagt Eliyahu Anavi, lo. Niemand ist da in dieser Market. Hier, da kommt in Olam Abba. Plötzlich kommt ein Mann mit so römischen Sandal, mit komischer Frisur, mit komischer Kleider, sagt ohne Zizit an seine Kleid, sagt Eliyahu Anavi zu Rabbi Broka, der ist Ben Olam Abba, der kommt in Olam Abba. Fragt der Mann, was arbeitest du? Sagt er, ich bin Sanduka. Sanduka ist ein Gefängnis-Oberwächter. Wächter im Gefängnis. Ja, und warum kommst du in Olam Abba? Sagt der Wächter, weiß ich nicht, aber ich bin Jude. Und das ist mein Beruf.
Sagt er, hast du was Gutes gemacht in deinem Leben? Sagt er, ja. Im Gefängnis mache ich separat zwischen Männern und Frauen. Damit soll nicht passieren. Ein Tag kam eine jüdische Mädel im Gefängnis und die Jungs, die Gefangene, wollten sie vergewaltigen und ich habe genommen die Reste von dem Fest von rotem Wein und gelegt auf ihre Kleinen in die unterste Teil, also unter die Gürtel habe ich geschmiert, so rote Wein. Damit soll die Gefangene sehen, dass sie blutet und dass sie hat ihre Nida, dass sie hat ihre Tage. Und sie sollen verstehen, dass ein normaler Mensch lässt die Frau in Ruhe in solcher Zeit. Er sagte, wow, du kommst in Olam Haba. Denn warum bist du ohne Tzitzit und ohne Kippa und Schuhe von Goyim? Sagt er, so wie ich sehe aus wie ein Goy, ich kann hören, was die Goyim wirklich reden über uns Juden. Also und dann, wenn es gibt ein großes Problem, dann kann ich mein Volk retten. Was lernen wir von dieser Geschichte? Dass zu sein ein ethischer, moraler Mensch, ein Chassid, in einem Ort, wo niemand ist dort moralisch, also zuerst in dem Market ist niemand Ben Olam Haba. In die Gefängnis kommen die grausamen Menschen. Olam Haba bedeutet auch hier in die niedrigsten, schlimmen Welt, auch dort muss man sein mit Moral und mit Menschlichkeit. Das ist die erste Geschichte. Sie ist klar? Ja. Also soll man nicht den Menschen nach außen, wie man sagt, einschätzen. Manchmal siehst du, ein Mensch sieht aus wie ein Goy, er ist Aid. Und manchmal siehst du Aid und er ist wirklich innen ein Goy. Das heißt, man muss von innen und von außen passen. So wie die Speiserübe, wenn sie ist Essig. Es gibt Sachen, die sind... Es gibt Menschen, du bist beeindruckt von ersten Moment, dann bist du enttäuscht. Und es gibt Menschen, wo du von ersten Moment ein bisschen unterschätzt und dann später siehst du Olam Haba, also ein Diamant. Zweite Geschichte. Rabbi Broka Bar Hoza hat gefragt Eliyahu Navi, wer ist Ben Olam Haba? Sagt er, die zwei Männer da. Und warum die zwei Männer? Die zwei Männer, die sind solche Comedians. Sie erzählen Comedy. Die machen Geschäften, aber überall, wo sie können, sie erzählen einen Witz. Sie stiften Frieden zwischen Menschen. Sie schlichten in die Geschäften Streit und Neid und Missgunst. Und die kommen in Olam Haba. Jetzt, nach den zwei Geschichten, wollen wir noch einmal der Ot Lamed Zayin lernen. Der Mensch will in seinem Kopf frei sein. Lernen schenkt dem Kopf, wenn es muss, Nerven, Stress. Es macht zu der Kopf. Es gibt Leute, die haben Element Erde in ihrem Leben. Dann haben sie Sitzfleisch. Sie sitzen von alleine und lernen. Aber die meisten Menschen müssen sich disziplinieren, um zu sitzen und zu lernen. Und ein Beweis, dass wenn einer sitzt in die Synagoge und der Rabbiner spricht anstatt 3 Minuten 10 Minuten, die Menschen sind schon nervös.
Alla, yalla. Abaita. Titkadem. Wir wollen gehen. Was hat Rabba gemacht in seiner Shiur? Er hat begonnen mit einer Agada, mit einer Erzählung. Erzählung macht Spaß, macht Freude. Er hat die Leute, die Schüler, angelockt und wie man sagt, gebracht zu Wille zu lernen, mit Witz, mit Feuchtigkeit, mit Kitzeln ihre Lust vom Genuss. Alles in dieser Welt ist ein Gefühlerlebnis. Solange die Gefühlerlebnis ist nicht hoch, es wird nicht steigen. Nichts passiert. Es ist kein Appetit da, es ist kein Lust da. Man muss den Appetit irgendwie erwecken. Genauso wie in einer guten Bäckerei durch die Vanille oder der Zimt. Und das ist schon eine Vorfreude, um zu kaufen ein Croissant. Und genauso, wo du stehst und du willst kaufen, Spieße vom Grill, der Geruch und Rauch von dem Fleisch macht dir schon halbe Schuhe. Und genauso wie in jeder Landschaft gibt das einen Vorgeschmack. Immer wenn man will dir Werbung machen für ein Hotel, was siehst du? Jacuzzi, Schwimmbad, Buffet. Ja, man zeigt die Genuss. Einer von den Genüssen, die gibt in dieser Welt bei einem Mensch, heißt Scherz. Ein Witz. So ein kleiner Scherz. Ich erzähle dir einen jüdischen Scherz. Es war einmal ein reicher Jid und sehr, sehr reich und er hat einen Neffe. Und der Neffe hat gesucht einen Job. Und er kommt zu seinem reichen Onkel und sagt, Onkel, ich will bei dir arbeiten. Sagt er, kannst du rechnen? Kannst du in Buchhaltung? Sagt er, nein, ich kann nicht rechnen. Kannst du Sprachen? Kannst du Sachen übersetzen und E-Mails schicken? Nein. Kennst du dich im Computer? Nein. Was kannst du machen? Sagt er, ich kann gut Aids geben. Ich kann geben Ratschläge. Sagt sein Onkel, dann gib mir den ersten Ratschlag. Wie werde ich von dir los, ohne dass du bist auf mir sauer? Hast du nicht verstanden den Witz? Noch einmal. Einer kommt zu seinem Onkel, der Onkel ist reich. Und er sagt sein Onkel, ich suche einen Job. Sagt er, kannst du rechnen? Nein. Kannst du Computer? Nein. Kannst du Sprachen? Nein. Was kannst du machen? Sagt er, ich kann geben Ratschläge, Aids. Dann sagt der Onkel, gib mir den ersten Ratschlag, wie kann ich dir loswerden, ohne dass du bist auf mir sauer? Also, es gibt Sachen, wenn ein Rebbe beginnt eine Shiur mit einem Witz, wo die Leute sagen, aha, es macht Sinn, die sind schon von seiner Moral oder, also das nennt man heute, diese Milse di Bdichuse, Scherz, das nennt man Smalltalk. Smalltalk bedeutet Sachen, die es macht Spaß. Also wenn du willst mit jemandem weiter gut kommen in Gespräch, frag ihn, was ist dein Hobby? Was machst du in deiner freien Zeit? Wie geht's deinen Kindern, deine Frau? Welches Land magst du? Welche Musik hörst du? Welches Magazin bist du abonniert? Oh, das ist interessant. Welche Fühler nutzt du? Ah, hast du eine schöne Uhr? Was macht das? Das schenkt Genuss. Genuss bringt der Mensch Gadlut, breite Kopf. Und der Mensch in seiner Natur hat das Element Erde sehr, sehr stark.
Und die Element Erde lässt der Mensch, wie gesagt am Anfang, passiv zu sein, traurig zu sein und faul zu sein. Es wird nicht passieren, solange die Element Wind, Ruach, ist gekommen. Deshalb, wenn Rabba will beginnen seine Shi'ur, und jetzt lernen wir noch einmal zuletzt, das war sagt der Baal Shem Tov, Inyan milta dibdichuta kodem alimud. Es ist sehr gut, wenn man beginnt zu lernen, zu erzählen eine Geschichte, eine Erzählung, ein Agada. Wenn man erzählt eine Legende, eine Sipur, es, guck mal, Hashem will uns geben die Torah. Dann gibt er uns zuerst erste Buch Moshe. Sipurim, Josef, Gefängnis, Noach, schöne Geschichten. Welches Buch ist der Liebling? Bereshis. Das ist so ein Scherz. Sarah ist alt, 90 Jahre, bekommt ein Baby und so weiter. Jakob macht mit seinen Händen so. Es ist so schön, schöne Geschichten. Also Hashem kann nicht beginnen gleich mit Kiddush HaChodesh. Er kann nicht gleich beginnen mit Parshas Mishpotim. Er macht uns Scherz. Der Baal Shem Tov sagt, Wahnsinn, vor die 10 Gebote, vor dem, dass Hashem gibt uns die 10 Gebote, macht er auch einen gewissen Witz. Ich habe nicht gewusst, dass es ein Witz ist, aber wenn der Baal Shem Tov sagt, es ist süß. Kapitel 19, vor dem 10 Gebote, im 2. Buch Moshe, Kapitel Jotes, Pasuk 4. Atem reitem asher asiti lemitzrayim. Ihr habt gesehen, das, was habe ich gemacht in Mitzrayim. Vaisa etchem al kanfe nesharim, vaavi etchem elai. Ich habe euch genommen auf dem Flügel von dem Adler. Also guck mal, es ist fast 3350 Jahre. Und Hashem erzählt so irgendeinen Scherz. Wie habe ich euch zu mir gebracht? Auf dem Flügel von dem Adler. Hashem konnte sagen, ich habe euch rausgenommen von Mitzrayim und euch gebracht hierher. Warum nutzt ihr diesen Metapher, diesen allegorischen Wort? Kanfei Nesharim, Adlerflügel. Warum nutzt das Scherz? Weil es ein Scherz. Ich habe euch so leicht gemacht und so schön zu mir gebracht. Sagt der Baal Shem Tov, jetzt, wenn habe ich euch gebracht auf den Flügeladler, jetzt sollt ihr hören meine Bund und werden Mamlechet Kohanim. Guck mal, auch Hashem, wenn er beginnt sein Torah, beginnt er mit Metapher, allegorisch, Agada, Märchen, Erzählen, alles. Das macht der Mensch vertraulich. Das ist die Chamutzim. Das ist die Pickles, die Olive, die Speiserübe. Es ist nicht viel, weißt du, gestern habe ich gesehen, bei den Drusen, wenn sie essen, sie brauchen so ein bisschen Oliven beiseite. Und die Olive, die sie so mit der Hand dem Öl schütteln, ist Must für die Pita. Die Pita mit dem Käse und alles ist die Hauptspeise, stimmt. Aber die Pita und die Speise an sich, sie ist so, sie ist dick. Es macht den Bauch so Beton. Und das nennt man Katnut. Das macht klein. Es gibt Sachen, die sie machen Gadlut. Und deshalb siehst du auch, dass ein gutes Essen beginnt mit einer Eröffnung vor Speise und beendet mit einer Süße nach Speise. So bleibt mein guter Geschmack. Deshalb siehst du, Hashem gibt die Torah und er beginnt mit so einem Scherz. Ich habe euch genommen auf dem Adlerflügel. Ist das nicht witzig? Ich finde das witzig. Fragt der Mensch, welche Adlerflügel hast du mir genommen? Ja, aber das ist ein Witz. Das ist so ein Scherz. Was heißt ein Scherz? Ein Vergleich, eine Gleichwertel, eine Metapher. Und das bringt der Mensch durch die Simche offen vom Kleinkopf zum Großkopf. So wie die zwei Scherzerzähler, die haben Frieden gestellt zwischen Menschen und Geschlecht
zwischen die Leute. Aber jetzt kommt, ich würde sagen, die Besonderheit in diesem Ort. Ein Mensch hat manchmal in seinem Leben Reue, schlechte Gewissen auf die Jahre, wo hat er zu viel Scherz gemacht. Zu viel Witzen, zu viel Partys, zu viel, was weiß ich, weltliche Sachen, Strand, Reisen. Dann denkt, ei, ich hab die Jahre verpattert, ich habe die Jahre vermasselt. Kommt der Baal Shem Tov und er gibt uns heute eine Hoffnung. Wenn der Mensch versteht von Abraham, bei Kachet Schneine Arav ist nicht nur seine zwei Knaben. Schneine Arav nach dem Baal Shem Tov ist Shanim vom Neurim. Die Jahre von der Jugend. Und wer noch? Yitzchak. Durch dem Lachen, Leshem Shamayim, wenn ein Mensch ist heute nutzt seinen Spaß, um zu heben, seine, dann kommt alle seine Jahre zum Oben. Ich kann mich erinnern, als Junge in die Yeshiva, war in Kfar Chabad ein großer Hasid, der heißt Fischl Jacobs. Der war der einzige in Kfar Chabad, der hat jeden Morgen gejoggt. Also ich bin gegangen um 6 Uhr zum Mikwe. Wer joggt? Fischl Jacobs. Jeden Morgen hat er gejoggt. Und danach gekommen in die Yeshiva zu lernen mit Mendel Futterfass. Fischl Jacobs in seiner Jugend war ein Größen in Amerika in Karate. Und in Kfar Chabad hat er jeden Morgen gemacht Jogging. Und wenn es gekommen lag bei Omer und so, hat er gemacht auf die Bühne so Show, Karate, gebrochen Holz, gebrochen Reafim, so 7 Steine auf einmal. Der war ein sehr, sehr... Das heißt, er hat das nicht verlassen. Wenn er nutzt später sein Talent, dann alles, was er hat gemacht als Jugendlichen, wird auch Leshem Shamayim. Wenn jemand war als Kind lustig, fröhlich, soll er nicht denken, wenn er ist jetzt seriös, damit macht er Tshuva. Nein. Er muss nehmen diesen Witz, diesen Scherz, diese Freude und das nutzen, um Hashem zu dienen. Das heißt, Shneine Arav Ito, zu nehmen dieses Talent und das jetzt nutzen, um, weil da hat er eine bessere Sprache mit der Welt, um sie zu beenden. Da sieht man der Jid bei der Geschichte, der benennt sich wie ein Goy, aber er ist von innen moralisch. Er ist dort, wo Menschen normalerweise unmoral, dort sieht man sein wahres Leben. Und wahres Leben bedeutet, Musari zu sein, auch wenn man kommt, lo Musari. Und so bringt er alle seine Vergangenheit zurück. Verstanden? Ja. Möchtest du zusammenfassen, die Gedanken? Am Anfang hast du davon gesprochen, dass wir manchmal so hin und her rennen, so wie die Malachim, links, rechts, hoch und runter. Und dann ist man, wenn man immer so im Machen ist, ist der Kopf manchmal nicht so offen. Dann ist er eher klein und verschlossen. Das, was uns auf jeden Fall groß macht, ja, was den Kopf aufmacht und ein bisschen weiter im Horizont, ist Simche, ist Freude. Und das macht es leichter für uns zu lernen oder uns eine Verbindung mit Hashem auch einzugehen. Und nach dem Witz ist auch das Rasha, wenn ein Rabbi eine Rede hält, ja, die Rasha ist ja, geht ein bisschen leichter rein, wenn man vorher ein bisschen gelacht hat und das alles mit Freude macht. Wenn der Kopf erstmal auf ist, ja, so wie eine Vorspeise auch im Magen öffnet für das Mal, was danach kommt. Und der Mensch hat in sich mehrere Elemente. Eins ist Element Erde, also traurig, trüb, ja, Kopf ist so ein bisschen schwierig, man ist nicht so in Stimmung. Und dann haben wir zwei Geschichten gehabt von Rabat, eigentlich fast die gleiche Geschichte auch auf dem Markt. Einmal trifft er ein Jid, der aussieht wie ein Römer. Und das ist der Einzige, der
aufgrund seiner Taten, auch der guten Taten, die er macht, dass er sozusagen auch, falls das Juden nichts Schlimmes passiert, die beschützt, Platz in Olam Haba. Und das zweite Mal sind diese beiden Geschäftsleute, die halt immer Witze machen und die Frieden stiften unter anderen Leuten. Und auch wenn die alle vielleicht vom Äußeren, sagt man so, Kontaktverhalten, gar nicht so das Muster reinpassen, wie man sich das vorstellt, wie jemand aussieht, der Platz bekommt in Olam Haba, sind vielleicht so die inneren Werte, ja, viel, viel wichtiger, also der moralische Kodex. Und wenn wir so offen sind, dann bringen wir auf jeden Fall durch unsere Freude mehr Shrina, mehr Anwesenheit von Hashem in die Welt, aber auch eben in unser Lernen, in unser Unterricht. So alles auf der Welt ist letztendlich ein Gefühlserlebnis. Und deswegen ist es wichtig, dass man, egal ob es jetzt Essen ist oder eine Reise, aber auch irgendwie Tora lernen oder Shi'ur oder Tfila, Gebet, immer mit ein bisschen was Schönes, was Positives, mit etwas Lustigem beginnt. Weil Scherz ist letztendlich auch ein Synonym dafür, für unsere Vergangenheit. Manchmal kann man Sachen aus seiner Vergangenheit, wo man vielleicht so leichtherzig war, ja, und diese Fähigkeit kann man mitnehmen, um für das, was man jetzt besser macht, mit mehr Tiefe, mehr Breite, anderen Menschen und auch sich selber einen leichteren Zugang zu verschaffen. Sehr, sehr gut. Ich möchte noch einmal bei dem Anfang von die Chayot Ratzon Vashov, manchmal der Mensch, auf Deutsch sagt man, er ist nicht gut drauf. Was heißt, er ist nicht gut drauf? Wenn er ist nicht gut drauf, der ist Ratzo. Es ist von ihm weggelaufen. Was muss man machen? Muss man ihn zurückbringen? Das ist schon zurückbringen. Wie bringt man zurück? Soll man überlegen? Es muss eine Kleinigkeit sein, aber die Kleinigkeit ist ein Anfassen. Dieses Anfassen ist, das nennt man in dem Midrash, zigeunische Suppe. Ist vielleicht kein schönes Beispiel heute, aber ich mag es sehr, weil es ein schönes Beispiel ist. Es gibt zwei Nachbarn und der Zigeuner will Suppe haben, aber der Nachbar mag den nicht, weil wir mögen nicht solche Zigeuners. Sindi Ruma heißt das heute. Zoani. Aber der Midrash sagt Zoani. So Wanderleute, okay, ohne Titel. Wanderleute. Einer hat einen Nachbar-Wandermensch und der Wandermensch ist der Sitz, der Nachbar, der mag den nicht, weil er ist ein Besitzer und der andere ist ein Wanderer. Aber der Wanderer hat nicht Geld und er will Kontakt haben mit dem Besitzer. Und er will machen Suppe, der Zoani. Er kommt zu dem Nachbar und sagt, Shalom, wie geht's? Alles gut bei dir, bei deinem... Die beginnen immer, wie geht's dir, wie geht's deine Frau, wie geht's die Kinder und du, nu, also, was willst du? Haben sie vielleicht zu mir gegeben Zwiebel? Ja, Zwiebel, bitteschön, nimm dir Zwiebel. Dankeschön. Vielen Dank, dass sie haben mir Zwiebel gegeben. Haben sie auch zufällig auch Kartoffel? Ja, Kartoffel. Und so der Midrash erzählt weiter, bis er bekommt von ihm auch Fleisch und so. Und die Nachbarschaft beginnt besser zu sein. Man kann nicht beginnen mit großen Sachen. Man beginnt mit Sachen, wo es Stimmlichkeiten da, wo es macht doch Freude bei der Sache. Das ist der Beginn von allem Beginn. Und deshalb, vor dem Lernen zwischen der göttliche Seele ist die Besitzer. Die tierische Seele, die Nefesh HaBamis, ist der Zigeuner. Und der Nefesh HaZelokit ist jetzt der in dieser Welt, die göttliche Seele, ist Zigeuner. Weil sie bekommt nicht ihren Platz. Dann kommt sie zu der tierischen Seele, sagt, ja, vielleicht Kaffee, vielleicht eine kleine Espresso, so wie die Türken bieten dich an, immer so eine Baklava. Sie wollen dir doch nicht geben Baklava. Die haben nicht mit zwar von Mishloach Manot. Aber sie wollen dir, komm, probiere einmal. Also gestern waren wir bei den Drusen in Galil. Und er geht so mit Plastik
Level. Und dann gibt es Leute, die probieren Johannisberg-Honig. Ah, Johannisberg-Honig klingt interessant, oder? Sehr gut, sehr gesund für Verdauern. Also der sorgt nicht jetzt für meine Gesundheit. Der will doch verkaufen sein Honig. Der Rebbe will auch verkaufen seine Tora. Er will auch Hashem besser darstellen und vermarkten. Und die Menschen sind zu. Warum manchmal Jiddischkeit ist heute in der Welt nicht so populär? Weil diejenigen, die das vermarkten, machen das nicht richtig. Sie müssen es dran selbst genießen und freuen und wissen, dass sie so wertvoll, dass sie steigen. Und da wollen sie alle geben von ihrer Tora, große, kleine, und verkaufen alles, was sie... Ich werde schließen mit einem Gedanke von meinem Bruder. Er hat gesagt, jeden Mann in dieser Welt macht in seinem Leben 4 Stationen. Erste Station heißt, ich will jeder haben. Gute Kunden, schlechte Kunden, reiche Kunden, schlechte Kunden. Ich will alles. Ich will mit jeder Kontakt haben. Die Hauptsache soll jemand kommen. Das ist die erste Stufe bei dem Mensch. Er will Kunden. Zweite Stufe am Leben, der hat nicht Lust mehr zu schlechten Kunden, zu Nervensäge, zu unseriöse, zu arme. Der sortiert. Der sucht nur wirklich die Interessanten, die Reichen, die Guten, dort, wo man gut verdienen kann oder vermarkten kann. Das ist Nummer 2, klar? Nummer 3, er geht nicht mehr zu den guten Kunden, der wartet, dass die guten Kunden kommen zu ihm. Also er ist schon groß und er wartet nur auf gute Kunden, reiche, angenehme, positive. Das ist Stufe 3. Stufe 4, er geht wieder zu allen. Weil er will seine Agenda, seine Mission, seine Glaube, das, was er verkauft, er will, soll alle haben. Dann ist er überzeugt. Er erwartet nicht, was die Leute von mir wollen oder was ich von denen habe. Ich will meine Aufgabe machen. Es ist mir egal, ob es hört meine Schüler, einer, der viel Torah lernt, oder einer, der hat keine Ahnung von Torah. Verstehst du? Manche Leute wollen, ja, soll nur hören, Torah-Gelehrte. Heute ist mir egal. Manche sagen, ja, viele Goyim hören deine Shiurim. Sag ich, ja, auch, hoffentlich noch viele. Ist mir egal, wer hört heute. Weil es kommt Stufe am Leben, wo du willst, schon das Hashems Wort, so wie der Rebbe, hat alle Menschen gegeben, spielt keine Rolle, Aman, Afroi, Aida, Goy. Sagt der Baal Shem Tov, die in die Market wollen mit alle gut sein, weil sie, so machen sie die Welt gut. Mit die Market musst du mit jeder, also es gibt Leute, die verkaufen nur Wholesale, nur für Händlers. Heute, man verkauft jeder. Die Hauptsache soll kommen die Kunden. Es waren Zeiten so, wo man hatte keinen Bock für Einzelkunden. Man verkauft nur an Große. Heute ist schon Zeit, du siehst, alle verkaufen alle. Schkoyach.